Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Speaker, Marcel Gigli. Marcel, du darfst gerne hier nach vorne kommen. Marcel ist im Moment noch Innovation Fellow an der Schweizer Nationalbibliothek und seit ganz neuestem auch unser neuestes BFH-Mitglied. Du bist jetzt auch im IPST, also herzlich willkommen direkt zweifach. Du hast heute dein Debüt sozusagen als Mitglied von unserem Team. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, um über Sprachmodelle zu sprechen und über die Einführung und Anwendungsmöglichkeit im öffentlichen Sektor. Also noch ein bisschen mehr. Wir sind sehr gespannt, was wir von dir noch Neues erfahren können zu dem Thema. Vielen Dank, Marcel. Besten Dank. Ja, herzlichen Dank, dass ich heute hier sprechen kann. Wie gesagt, ich arbeite aktuell als Innovation Fellow an der Schweizerischen Nationalbibliothek und werde Ihnen heute ein bisschen aufzeigen, kurz eine Einführung, etwas repetitiv vielleicht, aber auf noch etwas anderes. Was sind überhaupt große Sprachmodelle? Insbesondere möchte ich da auf einen spezifischen Aspekt eingehen, die Word Embeddings, und dann aufzeigen, wie nutzen wir jetzt Word Embeddings konkret in der Nationalbibliothek, und danach aber auch aufzeigen, ja, was würden sich daraus eigentlich jetzt für weitere Einsatzmöglichkeiten ableiten lassen, wie können wir Sprachmodelle anders einsetzen, was sind insbesondere in der Bundesverwaltung auch die möglichen Hürden. Und ich möchte aber auch abschließen damit und aufzeigen, dass eigentlich aller Anfang heutzutage gar nicht mehr so schwierig ist. Vielleicht kurz etwas zu meinem Hintergrund. Wie gesagt, aktuell arbeite ich bis Ende Juli noch als Innovation Fellow an der Schweizerischen Nationalbibliothek. Ab seit 1. Mai und Vollzeit dann ab August habe ich eine Tenure-Track-Professur an der BFH, wo ich mich insbesondere eben um das Thema künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor einsetzen werde. Als Hintergrund, ich habe eine abgeschlossene Dissertation in Informatik von der Universität Fribourg, habe da insbesondere auch mit historischen Dokumenten gearbeitet, ein sehr spannendes Thema, und habe danach einige Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Nordwestschweiz gearbeitet, wo ich auch dann insbesondere mich mit Human-Centered Design und Design Thinking auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, das passt auch sehr gut, weil ich, und das haben wir heute auch schon mehrfach gehört, der Mensch muss ins Zentrum gestellt werden, die Interaktion mit der künstlichen Intelligenz und dem Menschen ist sehr wichtig. Noch einige Worte zum Innovation Fellowship, unter dem ich jetzt angestellt bin. Das ist ein Pilotprojekt, das hat jetzt 2022/23 zum ersten Mal stattgefunden, ist organisiert vom Eidgenössischen Personalamt. Ist eine Idee, die etwas abgekupfert ist von anderen Ländern, wo das bereits vielfach durchgeführt wird, in Frankreich, in der USA, in Deutschland, in England. Und das Ziel von solchen Fellowships ist es, die Innovation innerhalb der Bundesverwaltung zu fördern und auch einen nachhaltigen Wissenstransfer sicherzustellen. Das heißt, für diese Fellowships werden Personen gesucht, die Arbeitserfahrung mitbringen, die ein Jahr an einem konkreten Thema arbeiten und danach eigentlich wieder verschwinden. Jetzt meine Ziele in der Nationalbibliothek war insbesondere das Potenzial von künstlicher Intelligenz für die Nationalbibliothek auszuloten. Hier noch ein Aufruf, das Programm wird ab 2024 wieder weitergeführt. Departemente oder Einheiten der Bundesverwaltung dürfen gerne weiterhin noch Ideen einreichen. Sie können sich gerne bei Simona Ingold melden, sie ist heute auch hier und sie betreut dieses Programm vom Personalamt und ist sehr empfänglich für gute Ideen. Jetzt inhaltlich, was sind eigentlich große Sprachmodelle? Ich glaube, ich muss jetzt gar nicht mehr allzu viel dazu sagen. Wir haben es bereits einige Male gehört. Es sind künstliche Intelligenzen, die darauf trainiert sind, Antworten auf Fragen zu geben. Inhaltlich vielleicht nicht immer korrekt, das werden wir dann am Ende noch sehen. Und die funktionieren eben eigentlich so, dass sie ein großes Ratespiel spielen, um herauszufinden, ja, wenn ich jetzt den Anfangsteil eines Satzes sehe, der lautet once upon a, dann versucht es zu erraten, was kommt jetzt als nächstes Wort. Wahrscheinlich sehr häufig jetzt im Englischen würde kommen once upon a time. Das heißt, das Modell lernt eben, häufig kommt dieses Wort.
Und das, diesen Prozess, den wiederholt man ganz, ganz, ganz häufig, bis man ein einigermaßen vernünftiges Modell hat. Jetzt, wenn man das etwas technisch anschaut, lassen sich solche Sprachmodelle nicht mehr einfach als normales, in Anführungs- und Schlusszeichen, neurales Netzwerk umsetzen, weil das eigentlich zu folgendem Problem führt. Nehmen wir jetzt an, die englische Sprache hätte nur 50.000 Wörter. Wir würden nur einen Kontext nehmen von den ersten drei Wörtern. Das heißt, hier das erste Wort wäre dann once, das zweite Wort wäre upon, das dritte Wort wäre a. Und wir müssten jetzt so irgendwie versuchen herauszufinden, ja, welches dieser 50.000 Wörter könnte dann als nächstes folgen. Und wir würden alle Eingangsknoten mit allen Ausgangsknoten verbinden, dann haben wir viel zu viele Verbindungen, um daraus abgeleitet etwas Vernünftiges zu lernen. Also benötigen wir irgendeine Zwischenrepräsentation. Wir müssen unsere 50.000 Eingabeworte irgendwie neu repräsentieren, möglichst mit weniger Knoten, um den Informationsgehalt etwas zu verdichten, dabei aber auch natürlich etwas Information zu verlieren, um eben dann ein neurales Netzwerk zu erhalten, das wir wieder trainieren können. Und genau hier kommen sogenannte Word Embeddings zum Einsatz, die genau das machen. Das kann man sich eigentlich so vorstellen, dass wir die Worte nehmen und die versuchen als Vektor zu repräsentieren. Hier jetzt ein Vektor von 4 Farben. Farben können natürlich dann schlussendlich im Computerbereich auch einfach Zahlen sein. Und das Ziel, das wir erreichen wollen mit diesen Word Embeddings, das sehen wir hier auch schon ein bisschen, ist, wir wollen Worte, die sich ähnlich sind, wollen wir ähnlich repräsentiert haben. Wir sehen hier an den Farben, bei den ersten drei hier sehen wir Man und Woman, die scheinen irgendwelche Konzepte, Informationen zueinander ähnlich zu haben und King vielleicht nicht, aber eben vielleicht zu Man schon, weil King ist die männliche Version eines Führers. Und das können wir auch, solche Repräsentationen können wir auch lernen, so dass wir dann eben eine Zwischenrepräsentation haben von Worten, die uns hilft, Modelle zu trainieren, ohne immer das gesamte Wort nehmen zu müssen. Und dann sehen wir hier zum Beispiel, wenn man sich das im Detail dann anschaut, dann sehen wir, dass Queen und Woman, die haben auch gewisse Konzepte, die sie teilen, die sind an gewissen Orten ähnlich eingefärbt. Hier sieht man auch, wir haben hier die, bis auf das Letzte sind alles Personen, die scheinen auch hier irgendwo alles etwas miteinander zu teilen. Und dieses Wissen hilft uns eben beim Trainieren der Modelle, weil schlussendlich ist uns das genaue Wort häufig gar nicht so wichtig, sondern die Ähnlichkeit zu Konzepten, zu abstrakten Konzepten, die sind uns schlussendlich wichtig. Jetzt, was wir natürlich hier für Worte machen können, können wir auch für ganze Sätze machen, können wir ganze Texte machen, und genau das setzen wir jetzt in der Nationalbibliothek ein. Die Nationalbibliothek hat nämlich die Aufgabestellung, dass sie alle in der Schweiz veröffentlichten und publizierten Dissertationen erhält, um diese zu sammeln. Die kommen von den unterschiedlichen Universitätsbibliotheken, die werden an die Nationalbibliothek angeliefert, und die Nationalbibliothek, sofern die Universitätsbibliothek das nicht schon selber macht, einige tun dies nicht, vergibt für jede dieser Arbeiten einen Themenbereich. Die Nationalbibliothek katalogisiert dafür einen Katalog von ca. 100 verschiedenen Bereichen, das ist zum Beispiel Biologie, Chemie, Mathematik, Informatik und so weiter. Und aktuell für Dissertationen, die keine solche Sachgruppe haben, wird der Prozess manuell durchgeführt. Das heißt, eine Person muss sich diese Arbeit anschauen und entscheiden, ist das jetzt Wirtschaft, ist das Management, was ist diese Arbeit jetzt eigentlich? Und genau für diesen Prozess wollen wir jetzt eine künstliche Intelligenz einsetzen, um
den Menschen zu unterstützen. Wir wollen nicht den Prozess voll automatisieren, sondern wir wollen der Person einen Vorschlag anbieten, hey, dieses Sachgebiet könnte für diese Dissertation passen. Hier setzen wir ganz übliche Trainingsalgorithmen ein, das heißt, wir zeigen der künstlichen Intelligenz aktuelle Beispiele, die die Nationalbibliothek über die letzten 50 Jahre katalogisiert hat. Wir zeigen der künstlichen Intelligenz jeweils nur das Abstract, weil das häufig reicht, weil im Abstract, also der Zusammenfassung einer Dissertation, beinhaltet sich hoffentlich die wichtigste Information über diese Arbeit. Und wir zeigen ihr die Sachgruppe, die diese Arbeit hat, und lernen daraus dann ein Modell. Und dann können wir natürlich, sobald wir das Modell trainiert haben, können wir dieser künstlichen Intelligenz dann ein neues Abstract zeigen, das bisher noch nicht gesehen wurde, und die künstliche Intelligenz macht uns dann einen Vorschlag, hey, ich glaube, dieses Abstract gehört ins Gebiet Computer Science. Was ich sagen kann von der Umsetzung jetzt, wir erhalten nicht so schlechte Resultate. Jetzt ist die Frage, was heißt in diesem Zusammenhang nicht so schlecht? Was es hier zu sagen gilt, die Daten, die man bis heute hat, die sind alle manuell kuratiert, und alle, die mit diesen Daten arbeiten, die wissen und die gehen davon aus, einerseits hat es da sehr starke menschliche Einflüsse drin, weil die Personen, die das machen, machen das häufig über eine längere Zeit, und die haben natürlich ihren eigenen persönlichen Bias. Das heißt, eine Arbeit von der HSG, vielleicht aus dem Lehrstuhl für Management, wird dann eben häufig vielleicht nicht als Management klassifiziert, sondern als Wirtschaftswissenschaften. Und da gibt es ganz, ganz viele so feine Grenzen, wo der Mensch das ganz gut entscheiden kann oder eben das persönlich dann entscheidet. Und das ist jetzt für eine künstliche Intelligenz ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Und deshalb müssen wir jetzt im Prozess, wenn wir das dann produktiv einsetzen, auch etwas lernen und schauen, ja, sind diese Vorschläge, die jetzt hier generiert werden, auch tatsächlich einsetzbar oder eben nicht. Genau. Wie würden sich eben auch künstliche Intelligenzen gerade mit großen Sprachmodellen anderseitig in der Bundesverwaltung einsetzen lassen? Im aktuellen Innovation Fellowship arbeitet ein zweiter Innovation Fellow beim Staatssekretariat für Migration, und der kümmert sich um die Frage, näheres Portal zu schaffen für Personen, die sich in der Schweiz einbürgern lassen möchten, weil das Problem da ist, dass es schwierig ist herauszufinden, welches Formular muss man eigentlich ausfüllen, um sich in der Schweiz einzubürgern. Und dann habe ich gedacht, ja, das nimmt mich jetzt eigentlich einmal Wunder, was weiß ChatGPT denn darüber? Habe es gefragt, mit ein bisschen Kontext, ich komme aus Deutschland, lebe seit 5 Jahren in der Schweiz, bin verheiratet, was sind jetzt genau meine Bedingungen für die Einbürgerung? Und die Antworten sind hier etwas gekürzt, aber was hier herauskommt ist, ja, das sollte eigentlich machbar sein, und dann gibt es noch eine Liste von Anforderungen heraus mit dem zusätzlichen Hinweis, Achtung, die kantonalen Regeln, die gelten noch stärker. Und dann habe ich zuerst nach den kantonalen Regeln gefragt, und da gibt es dann etwas eine ähnliche Antwort heraus, und dann nahm es mich aber wirklich Wunder, und dann habe ich gefragt, ja, aber jetzt im Kanton Bern, was sind denn jetzt eigentlich die gesetzlichen Grundlagen, auf denen das basiert? Und dann kommt hier eine sehr schöne Antwort, ja, die gesetzlichen Grundlagen sind insbesondere das Gesetz über das Bürgerrecht und die politischen Rechte, BÜG, und die Verordnung über das Verfahren zur Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern, EVA. Und das tönt eigentlich alles sehr schön, das könnte man jetzt einfach so annehmen, und ich bin kein Jurist, aber ich habe das dann versucht, etwas nachzugoogeln, und was ich festgestellt habe, sowohl das Gesetz als auch die Verordnung existieren beide im Kanton Bern so nicht. Ganz faszinierend hat es hier, das habe ich jetzt herausgeschnitten, hat es auch noch einen Link, also eine URL ausgegeben,
auf die man sogar klicken kann. Die hat auch echt ausgesehen, die hat einem aber schlussendlich nur auf die Startseite des Kantons umgeleitet, weil die Webseite des Kantons Bern so vernünftig programmiert ist. Und hier sieht man eigentlich etwas das Problem, aber auch den potenziellen Nutzen, weil wir haben ja heute Morgen gehört, wir können diese Sprachmodelle feintunen und genau da, glaube ich, wird es spannend, weil wenn wir ein solches Sprachmodell nehmen und feintunen auf die Gesetzestexte, die jetzt genau für diese Fragestellung wichtig sind, dann bin ich überzeugt, können wir einen Chatbot generieren, der auch faktisch und inhaltlich korrekte Antworten liefern könnte. Was halt bei so generischen Chatbots natürlich nicht möglich ist. Im öffentlichen Sektor natürlich gibt es auch einige Hürden, um solche Dinge machen zu können. Ich habe hier zwei aufgelistet. Das eine sind natürlich die rechtlichen Grundlagen, die für solche Dinge geschaffen werden müssen. Da mit meinem Background jetzt von der Nationalbibliothek sind das natürlich auch insbesondere der Datenschutz und das Urheberrecht. Das ist auch mir jetzt zu einem großen Teil erlaubt, Daten nicht einfach so einsetzen zu können, um damit zu arbeiten, weil die dürfen nur innerhalb der Nationalbibliothek bleiben. Und hier wäre es natürlich schön, man könnte Cloud-Ressourcen einfach so einsetzen, aber ich sehe natürlich auch, weshalb das nicht einfach so möglich ist. Zum Abschluss möchte ich aber darauf hinweisen, dass eigentlich aller Anfang gar nicht so schwierig ist. Ich wollte möglichst wenig Code zeigen, aber ich glaube, das zeigt es hier ganz gut. Wir können heute mit Hugging Face, und Hugging Face ist eigentlich eine Plattform, auf der viele Open Source Modelle für ganz unterschiedliche Themen verfügbar sind. Ich habe hier das Beispiel genommen, dass ich ein Bild habe und ich möchte einen Text erhalten, der dieses Bild beschreibt. Also hier der Output, der dann kommt, ist a soccer player kicking a soccer ball, was das Bild zumindest inhaltlich beschreibt. Und wenn ich das in Code umsetzen will, brauche ich heute nicht mehr als 3 Zeilen Code. Und ich kriege genau diese Ausgabe. Und ich glaube, das ist wichtig. So können sehr, sehr schnell auch in der Bundesverwaltung Dinge getestet werden, Dinge gemacht werden, ohne dass es riesige Projekte braucht, sondern dass man einfach mal ausprobiert, testet, was ist eigentlich machbar. Und dazu möchte ich Sie ermutigen, dass innerhalb Ihre Verwaltungseinheiten auch zu tun, um zu schauen, hey, wo könnten wir vielleicht den Arbeitsalltag unserer Mitarbeiterinnen und unserer Mitarbeiter einfach vereinfachen. Genau, hier noch ein paar weiterführende Links. Ich finde von Mark Riedel, das ist ein Professor, der hat eine sehr gute Einführung geschrieben, a very gentle introduction to large language models without the hype. Ich glaube, das ist eine Beschreibung, die auch für Laien sehr verständlich ist. Wenn Sie zum Innovation Fellowship mehr wissen wollen, nehmen Sie gerne mit Simona Ingold Kontakt auf. Wenn Sie mit mir in den Kontakt treten möchten, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail oder sprechen Sie heute mit mir. Damit bin ich bereits am Ende. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin viel Spaß.